Ja, ich habe den neuen Jinbei geliefert bekommen, EF60 Mark II LED. Dazu machen wir mal ein Unboxing und schauen, wie das gute Stück von innen so aussieht. Das wäre der Karton. Und dazu gab es dann noch verschiedene Sachen, das zeige ich dann gleich noch, weil das ist ein Bundle-Paket gewesen. Und da gab es dann gleich zwei Akkus und Ladegerät mit dazu, denn das ist nämlich das Besondere am Jinbei, dass man ihn nicht nur über Strom betreiben kann, sondern eben auch über Akku. So, nehmen wir das gute Stück mal raus. Einmal der Reflektor dazu. Mit Führung für Schirmhalter. Und das Gerät sieht dann folgendermaßen aus. Da sieht man dann zum Beispiel per LED, was man macht. Über Strom, über Akku die Versorgung und Regelung der Intensität des Lichts. Ein Stromanschluss. Hier sieht man dann mal die LED-Fläche mit dem Kühlkörper rundherum. Die Akkuklappe. Durch einen Knopfdruck zu entriegeln. Dazu gab es dann zwei Akkus und zwei Ladegeräte. Die Ladegeräte hier mal kurz gezeigt. Ich persönlich arbeite aber mit großen NPF-Ladegeräten und sowas ist eben dann geeignet für den Travel-Bereich, wenn man unterwegs ist und einfach mal schnell im Hotel zum Beispiel laden muss, nicht ganz so viel Platz verbrauchen möchte mit den großen Ladegeräten. Dazu dann das Ladekabel, auch auf deutschen Stecker. Die entsprechenden Akkus dazu. Sony NPF-Akkus mit 6600 mAh, 48,8 Wattstunden, NPF 970er Baureihe. Diese Akkus können wir dann entsprechend in den Jinbei setzen. Und dann einmal Strom aktivieren. Wir sind jetzt bei 16%. So ist er aus. 1%. Und einmal 100%. Geregelt wird er in 1% Schritten und per Fernbedienung kann man ihn fernsteuern. Kelvinzahl steht mir da, das ist aber dafür da, dass man einfach daran erinnert wird, auf Tageslicht mit 5500 Kelvin zu arbeiten. Aber es ist kein Bicolor, man kann ihn nicht umstellen. So sieht das Ganze dann mit den Akkus aus. Wir haben hier einen Fuß für Stative. Der ist leider nicht so schön gelöst wie bei Godox. Bei Godox hat man ja große Griffe, mit denen man das Ganze arretieren kann. Das ist doch eine etwas, naja, schwache Schraube, möchte ich mal sagen. Muss man testen, wie das mit großen Softboxen hält. Der erste Eindruck ist stabil. Mal gucken, ob er das hält. Dann wird das Ganze auf Stativ arretiert. Und dann wäre das Ganze mit Bowens Mount Softbox draufsetzen einsatzbereit. Das zeige ich dann mal hier mit dem Kill, der dazu geliefert wurde. Damit kann man schon sehr schön ausleuchten. Sieht man schon ordentlicher Beam.
Und da hat man auch mal einen ersten Eindruck von dem EF60 Mark II.